Wir sind nun bereits bei Aufgabe 11 angelangt. Diese behandelt wiederum ein klassisches statisches Problem mit einem kurzen Ausflug in das Verhalten von idealisierten Federn. Wir haben einen Sportwagen, welcher auf einer schiefen Ebene steht und eingebremst ist. Das heißt, es gibt hier hinten Hafttreibkräfte FB auf die Hinterräder und es ist ganz einfach, wieder ein Freikörperbild zu erstellen und dieses dann entsprechend zu lösen. Wir sollen bestimmen, wie sind die Kräfte, die Normalkräfte auf die Räder, wie groß muss die Reibkraft sein, die die Handbremse zu leisten hat auf den Hinterrädern und wie stark werden die Federn zusammengepresst, wenn das so draufsteht. Dann ist es hier sinnvoll, dass man das Koordinatensystem in die Ebene reinlegt. Wie schaut das Freikörperbild aus? Naja, da vorne haben wir die Vorderräder, da hinten irgendwo die Hinterräder, B. Den Schwerpunkt des Autos brauchen wir, der ist da. Der ist natürlich in einer Höhe C. Das heißt, was ist da vorne? Da vorne sind einmal die Normalkräfte. Und zwar hat das Ding natürlich vorne und hinten zwei Räder. Deswegen haben sie da zweimal die Normalkraft, wenn die Normalkraft auf ein Rad gefragt ist. Und auch hinten zweimal die Normalkraft auf die Hinterräder. Handbremse wirkt üblicherweise nur auf die Hinterräder. Deswegen gibt es die Reibkraft nur da hinten. 2FB hast die dann gleich. Und nachdem sich die Schwerkraft, der natürlich nicht mit dem Koordinatensystem mitdreht, liegt die Gewichtskraft des Autos dann schräg drinnen in unserem System. So. Das heißt, das ist die einzige, von der wir Komponenten brauchen. Dann schauen wir uns die Abstände an. Da vorne ist A, hinten ist B und hier ist klein c. Das heißt, wir haben ein FGX und hier den Winkel Alpha. Gut, dann schauen wir uns an, wie gehen wir das Gleichgewicht an. Momentenbilanz. Das heißt, wir machen es um B, passt. Die müssen natürlich sich wieder zu Null ergeben. Und jetzt schauen wir, das NA dreht um B positiv, offensichtlich. Das heißt, wir haben zweimal NA mit dem Normalabstand klein a plus klein b. Wir haben FG, ja, nehmen wir das FGY zuerst, das dreht negativ mit dem Normalabstand klein b und das FGX dreht dann positiv mit dem Normalabstand c. Das muss wieder 0 sein. Erste Gleichung. Zweite Gleichung, x-Richtungen der Kräfte. Da gibt es das 2FB, das in positive x-Richtung zeigt und minus FGX, das dagegen wirkt. Gleichung 2. Und Gleichung 3 sind die Y-Komponenten. Da gibt es von oben beginnend wieder zweimal Normalkraft in A minus FGY plus zweimal Normalkraft in B ist wiederum 0. Gleichung 3. Aus der Gleichung 1 wiederum kriegt man sofort das NA. Machen wir gleich in einem. NA ist also, wenn es die zwei FGY und FGX nach rechts bringen, 1 durch 2 mal A plus B, muss man durchdividieren. Und FGY ist FG Cosinus Alpha mal B minus FG Sinus Alpha mal C. Und FG selbst ist natürlich M mal G. G ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Und damit ist die Gewichtskraft für das Fahrzeug in Newton 14.715 Newton. Gut, setzen wir alles ein. Dann ist NA
3,1 kN. Aus der Gleichung 2 folgt direkt das Fb. Fgx war wiederum Fg Sinus Alpha. Also ist Fb Fg Sinus Alpha halbe. Fb ist 3,7 kN. Und aus der Gleichung 3 folgt dann die Normalkraft in B bei den Hinterrädern. Das ist Fg Cosinus Alpha minus 2 mal Normalkraft vorne, dividiert durch 2, ist also 3,3 kN. So, dann geht es noch um die Federkompression. Wie stark werden die Federn zusammengedrückt? Ja, F, die Federkraft, ist x mal Federkonstante, also in Wirklichkeit Delta x, aber wir interessieren uns ja nur fürs Delta x, die Ruhelage interessiert uns da ja nicht. Das heißt, die Länge, mit der die Feder zusammengepresst wird, in dem Fall ist F Feder, Spring, SP, durch die Federkonstante, sprich an der Stelle A vorne, ein Rad hat natürlich eine Feder, also jedes Rad hat eine Feder. Das heißt, wir brauchen nur eine Normalkraft und nicht beide. Also Na durch die Federkonstante Ca. Das setze ich dann jetzt ein. Das ist 3,1 kN. Da muss man natürlich auf die Einheiten ein bisschen Acht geben. Die Federkonstante Ca in kN pro Meter ist 58 kN pro Meter. Und damit sind es 32 Meter bzw. 53,2 mm. Und genau gleich fürs XB, das NB durch CB, da setze ich die Zahlenwerte nicht mehr ein, da kommt 50,5 oder 51 mm dann schon umgerechnet raus.